Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, ich bin neu hier und mit mir spielt die... Mathilde, und du hast deinen nackten Arsch. Nee, ich hab was an. Komisch, auf meinem Bildschirm machst du einen nackten Arsch. Aber ich habe gerade ein Problem und das ist... Ich weiß, warum du einen nackten Arsch hast. Hab doch was... Achso, ich hab ja die, Ach so. Ich habe die Kindersicherung drin. Genau. Weil du das Spiel ja nochmal neu installieren kannst. Ja, mal wieder. Genau, heute wollen wir... Ja, ich bin ja noch dabei hier. Warte, warte, warte. Ja, ihr habt uns ja netterweise gesagt nochmal, wo wir es finden können. Und zwar DE13. Vielen Dank dafür. Da gibt es auch ein... Genau. Und in der unteren Hälfte von C12 ein Obelisk. Wisst ihr, was schwer ist? Ich habe jetzt die letzten... Also E13. Die letzte Zeit, wenn ich Zeit hatte, Predator gespielt und da musste alles mit Interagieren mit F machen. Wenn du hier F machst, in so einer Kiste oder E, dann nimmst du alles auf. Ist ätzend. Ja, ich schaue gerade, wie wir da hingehen können. Ah, müssen wir wahrscheinlich so... Ah, es wird ein weiter Weg, den wir vor uns haben. Weiter Weg, ist doch schön. Guck mal, ob wir zufälligerweise genügend Zeug haben, um einen Kartenraum zu bauen. Ich glaube es ja nicht. Oder wollen wir erst Sachen für den Kartenraum sammeln? Nee, wir gehen jetzt endlich mal Sternenmetall sammeln. Okay. Okay, okay, okay. Muss nur noch meine Herzen wegbringen. Aha. Okay, wir haben mal wieder nicht genügend verderbte Steine. Mal wieder. Ach, ein dauerhaftes Problem. Genau. Vom Rest haben wir genug. Ich glaube, wir haben zu wenig Gegengift, ne? Mach mal ein bisschen Gegengift. Mach mal. Ist das okay, ja? Siehst du, das hatte ich ja letzte Folge gesagt. Ich wollte doch mal extra bei dir oben ein paar Kisten aufstellen, wo du das ganze Gegengift reinpacken kannst. Ja, Gegengift-Kisten. Cool wäre es, wenn man Sachen Gegenstand irgendwie handeln könnte. Wäre auch was. Man stellt irgendwas her und könnte, naja. Vielleicht im Multiplayer. So, das bist du. Wer ist das denn? Nee, das bist du. Ups. Das ist Schlepper. Schlepper? Ja, weil wir haben ja einen Schleppo. Und das ist jetzt Schlepper. Ich dachte gerade wirklich, du wärst Tussi. Aber nein, Tussi ist Tussi. Schlepper. Sie hat coole Klamotten. Ja, ich weiß. Wo hat's denn die her? Die hatten wir gefunden, als wir im Dschungel da in dem Tempel waren. Ah, ich verstehe. Cool. Wo ist denn mein kleiner Wurm? Ach, weiß ich, der ist hängt, hier reingekommen. Der hängt in der Kiste, ist okay. Dann können wir los. Okay. Ich habe sogar was Warmes angezogen. Ich auch. Ich habe auch übrigens sehr scharfes Essen mit und Met, falls uns kalt wird. Ich nicht. Ja, das dachte ich mir schon. Ja, du hast ja jetzt die letzten Male hier 2-3 Videos gemacht zum Vor... Ein Video. Ach, hast ein Video gemacht, okay. Ich habe ein Video gemacht, das kam Mittwoch raus. Ich dachte, du hast 5 ohne mich gemacht. Nein, ich habe ein einziges Video gemacht. Oder 7. Nein, 1, Mann. 1. 1. Waren es doch 9. Scheiß Windows. Ah ja, ich habe gerade noch Push-to-Talk nicht drin. Also immer, wenn ich irgendwelche Geräusche mache, so wie Kaffee schlürfen, hört man. So, ich muss ja gerade mal kurz... Dann müsst ihr das leider hören. So, wir müssen irgendwie jetzt einmal um den See rum. Schwarzer, heißer Kaffee. Ist ja ganz schön dunkel hier. Ja, mach doch mal Licht. Fresse. Unsere Zuschauer können ja gar nicht sehen. Ja, ja, ja. So, Schlepper. Hier sind Untote, ich habe Angst. Dann lauf, Schlampe, lauf. Wo bist du denn hin? Ich bin runter zum See. Ein See aus Eis.
Weil wir müssen da irgendwie hin und ich fürchte, sonst kommen wir da nicht rüber. Wir könnten natürlich gucken, ob wir irgendwie über den Vulkan kommen, aber... Also ich bin gerade auf dem Eis und es ist scheiß kalt. Ach, in die... Hä? Ich glaube, ich laufe falsch rum. Ich bin hier neu. Und ich erfriere gerade. Oh, ich wollte ja eigentlich nicht ins Wasser. Naja. Jetzt greift mich da dieser dumme Fisch an. Also die Klamotten halt bringen nichts gegen Kälte. Doch. Was meinst du, wie kalt das wäre, wenn du die nicht hättest? Ah, also ich bin gleich tot. Ziemlich gleich. Bringen hier Lagerfeuer was, wenn man hier Lagerfeuer aufstellt? Ja, natürlich. Wo ist Schlepper? Habe ich denn nicht gesagt, die sollen hier folgen? Ach, da ist er doch. Ich glaube, wir gehen den Mega-Umweg. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, wir hätten so oben rum müssen. Also, ja. Ist nicht der geilste Weg, aber ja, das ist so. Es ist extrem kalt. Bei mir ist es nur noch kalt. Sehr kalt. Ich esse schon, sonst bin ich gleich tot. Soll ich dir was Warmes geben? Ja, wäre gut. Ah, ich wollte ja nur geben. Ich glaube, das reicht nicht. Danke. Ja, kannst mir dann bei Gelegenheit. Ich geb dir mal was wieder, ja. Wenn du was brauchst, schmeiß ich hin, so. Mhm. Ich hoffe, das wärmt dich ein bisschen, weil das ist schön scharf. Ja, wärmt. Frage ist, wie lange? 2 Minuten bestimmt, da muss man schon wieder essen. Ich hab sonst auch noch Met, der wärmt auch. Ja, geht ein bisschen runter. Kann man ja nicht so cool runterschlittern wie beim Hexer. Nee. Das ist das Problem, wenn man immer andere Spiele spielt. Ja, ja. So, der direkteste Weg wäre da drüber, über die Berge, aber ich glaube, das wird nicht. Nee, lass mal lieber. Deswegen müssen wir außen rumlaufen. Also geradeaus so eine Schlucht zu, oder was das da auf der Karte ist. Ein Pass. Ein Pass. Ein Bergpass. Ein Pass für alle DLCs? Aha. Oh, hier wird's wieder sehr kalt. Oh, geil. Hier ist es nur noch kalt. Habe ich schon mal gesagt, es gab ja so ein Strategiespiel, das heißt Frostpunkt. Kennst du das? Ja, dann hast du halt so eine kleine Siedlung, kämpfst um dein Überleben. Weißt du, warum ich es nicht gespielt habe? Nein. Weil es andauernd kalt ist. Scheiße kalt. Du spielst die ganze Zeit nur im Schnee. Bah. Eklig. Regen ist ja viel besser. Lauf. Oh,
Wovon lässt du denn? Ja, ich habe gerade so einen matschigen Weg gesehen und mein erster Gedanke war, mich mit Matsch einzuschmieren. Ach so. Damit mich der Predator nicht findet. So, wir müssen uns jetzt definitiv nach rechts wenden. Rechts. Oh, wer baut denn das hier so komisch? Doofe Mutter Natur. Ist da auch noch so eine Bergkette? Sieht ja doof aus. Hier kann man sich nicht nackig machen zum Kletter. Nee. Also kannst du schon, aber dann wird's ein kurzes... Oh, ein Steinbock! Hi! Steinbock? Ja, hier! Nee, das sind quasi Ziegen und keine Steinböcke. Hey, ja genau! Hack sie nieder! Hast du eine Trophäe bekommen? Mann. Oh. Oh, links ist da irgendeine Siedlung oder so. Hm. Und da wir da schlecht rüber können, gehen wir da doch mal lang. Hm. Hallo? Wer bist denn du? Vielleicht friedlich. Ich nehme mal meine Waffe weg. Nein, nicht friedlich. Hat sich schon erledigt. Oh, chimärischer Gerber. Stufe 3. Was für eine Stufe hat unser Gerber? Keine Ahnung. Was hast du getötet? Kämpfer. Oh. Gold, komm mal her. Gehärtete Ziegel nehme ich auch. Ah, ich nehme alles, komm her. Kriege ich noch so ein gratis Herz von dir? Gratis extra Herz. Oh, hier ist noch eine Truhe. Aber, naja. Ich leg mal die Arme rein. Vielleicht kann das jemand gebrauchen. Nee. Mhm. Schade, das geht nicht. Das ist sehr nett von dir. Warum habe ich jetzt auf einmal meine... Das war eine Falle oder was? Keine Ahnung. Ich hatte auch Schaden bekommen. Aber bei mir ist fast der ganze Balken runter. Das ist ja doof. Oder hat der Computer den Schaden erst jetzt berechnet? Oder der Server? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja schon wieder ganz doof. Schuttidu-didu. Ist denn da irgendwie hoch? Ich esse mal eine Ration Fettraum. Mach das. Aber ich glaube, ich schaff's nicht. Ich hab's auch nur gerade so geschafft. Und ich hab halt eine mittelschwere Rüstung. Du hast eine schwere. Ja, ja. Also ich glaube, das heißt, ich glaube, das Oberteil habe ich mittelschwer. Schwer. Ansonsten ist alles mittelschwer. Weil ups, das war zu früh. Nicht so gerne Tank. Heinrich ist nackig. Nein, bin ich nicht. Ja, okay, du hast die Kindersicherung an. Ja, das heißt, das Spiel können jetzt auch Kinder gucken. Nee, ich hab's ja nicht an. Und das Kinder ist kein Herz. Auch wenn's da steht, es ist kein Herz. Das ist ein Luftballon. Was ist das denn? Oh, oh, Säbelzahnkatze. Säbelzahnkatze. Ah. Und böse? Oh ja. Die! Die! Wrong fight. Schlepper, pass auf, du bist nicht so stabil wie andere.
Kleiner Wurm, wo bist du denn? Würmelein. Alter, das reicht so. Die hat's ganz schön in sich, diese Säbelzahnmuschi. Ja. Schlepper, wie geht's dir? Gut. Kleiner Wurm ist nicht dabei, da hat wohl keinen Bock. Katzenfell und Wildfleisch, na toll. Vorsicht, da ist noch einer. Vielleicht können wir die umgehen. Ach nö. Oh. Naja, Säbelzahn kämpft gegen Bär. Ah, Bär hat mich gesehen. Ich muss weg. Ja, ich verkriech mich mal irgendwo, wo mich nichts erwischt und lock mich aus. Ja, super. Jetzt kämpft dein Vieh gegen einen Hirsch. So, kommst du? Oh, der Bär kommt noch. Bist du lang gelaufen? Oh. Ich kletter hier gerade hoch, weil ich muss mich ausloggen. Scheiße. Nein, dort ein Bär! Oh oh. Und Säbelzahnkatze ist auch noch da. Hier erstmal pausieren. Ja, pausieren wir. Oh, da, mein kleiner Wurm ist da. Dü-dü. Jetzt läufst du weg, du Feigling, ja? Ja, das Kind ist wach. Ich glaube, dann machen wir hier erstmal einen Break und führen es später fort. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Kind ist gefüttert und es geht weiter. Wo wollten wir lang? Weiter den Berg hoch oder was? Erstmal wieder runter. Ja, ah, runter. Scheiße! Aua! Aufpassen, es geht hier ganz schön steil. Achtung, du wirst angegriffen von ihm. Eine Bergziege. Tot ist es. So, genau. Genau. Oh, ich ach, ein C, warte mal kurz. In der unteren Hälfte von C12, also wo wir jetzt sind, sollen wohl auch mal welche droppen, aber lass mal weitergehen. Weil da in der Nähe ist ja auch noch ein Obelisk, den wir aktivieren können. Ja, das wäre gar nicht verkehrt. Müssen wir drücken. Aha. Nee, weil dann müssen wir ja demnächst auch einen Kartenraum aufstellen. Ne? Ja, ja, weil, genau. Dann müssen wir wieder Dämonenblut sammeln. Da ist ein Elch. Ja, wir haben schon häufiger welche gesehen. Elche? Ja, letzte Folge. Waren das nicht nur Hirsche? Ach so, damals Hirsche. Ne, hier sind Hirsche, aber da vorne ist ja ein Elch. Siehst du nicht diese Schaufeln? Die greifen ja an. Gut, so, kannst du auseinandernehmen. Was sind das so für Viecher? Ey, warum, kleiner Wurm, bist du in mir? Geh raus! Kleiner Wurm! Du Ekelwurm, du! Ah, ich meine, da! Da ist ein Elch! So mit richtigen Schaufeln! Ja, der ist. Hinter ist ein Mammut, pass auf! Oh! Ja.
Aber keine Trophäe. Meine dumme Frage, wie sieht denn Sternmetall aus? Na, das kommt in Meteoriten vom Himmel. Die liegen nicht, muss man warten, bis die runterkommen. Genau. Hallo, Meteoriten, kommt mal runter. Ah, ich habe jetzt keinen Bock auf Mammut. Ja, aber ich glaube, Mammut hat Bock auf dich. Na dann. Ich sehe ihn in den Po. Oh, das mag er gar nicht. Aua, vielleicht Alter! Sieht, aber ich bin zwischen den Beinen von dem Mammut. Jetzt bin ich unter dem Mammut. Jetzt Aua! Ist Mammut tot. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Achso. Schade, dass man nicht auf die Leichen klettern kann. Ja. So. Da müsste man sich echt auch eine Hütte bauen, so irgendwie so, ne? Mhm. Scheiß Kaltgebiet. Na, da ist ja noch ein Mammut. Ich habe gerade nicht so viel Bock zu kämpfen, ehrlich gesagt. Ja, aber ich glaube, auf dem See ist es hier kalt. Hier ist irgendwo ein Geist. Geist, links hier. Da unten. Das ist eingefroren. Eingefrorener Geist. Hier sind mehrere eingefrorene Geister. Oh ja, hinter mir ist es extrem kalt. Ja, mir auch, weil ich finde das cool. Und ich bin durstig. Ja. Los, oh, hier ist auch schwarzes Eis oder Eis. Steht auf, kommt her zu mir. Oh, hier ist ein Geisterpferdchen. Ah! Ich hab schon wieder so einen doofen Hirsch hinter mir. Oh, der Mammut! Ah, ich hab einen Mammut! Nicht, wo du bist, aber es ist kalt. Ach, jetzt ist es wieder sehr kalt. Ich bin hier. Ach, das Aua! Ist überall Geister. Oh, ein Stehwolf. Oh. Bei mir! Ah! Ich komme zu dir! Ja, wo bist ich komm du denn? Zu dir! Ich komme zu dir! Ich komme zu dir! Ich bin bei dir! Ja, wo ist er denn? Ja, da! Und Mammut! Ja, auf einmal ist es unfair hier. Wo ist Schlepper? Ist Schlepper tot? Ich habe keine Ahnung. Wie, noch ein verficktes Mammut? Ernsthaft? Oder habe ich es so falsch gesehen gerade, weil alles irgendwie gerade... Ja, ein Mammut ist tot. Und okay. Ich bin gerade im Objekt, ich bin außerhalb des Objekts. Wo ist denn der Kackwolf? Der ist hier bei kleinem Wurm und mir. Oh, okay, Schlepper ist nicht tot, sie ist nämlich aufgestiegen. Ich weiß allerdings nicht, wo Schlepper ist. Vielleicht kommt er hinterher. Du hast doch gesagt, er soll folgen, oder? Ja, natürlich. Ja, dann wird er ja gleich kommen. Und da sie aufgestiegen ist, wird sie hier irgendwo sein. Da hinten, der Mammut kämpft. Ah, was? Wahrscheinlich. Der Mammut ist tot? Oh, ah! Nee, weil hier Viecher ist irgendwo. Das war eine Säbelzahnkatze. Und da kommt noch eine Säbelzahnkatze! Jubidu, Jubidu! Ja, Jubidu, du sagst es. Oh, ich bin gleich tot! Heil dich doch mal! Ja, das war's. Und wir haben keine Betten aufgestellt. Nope. Das war ein Hinterhalt. Hinterhalt! Mami! Oh, wo haben wir uns denn mit? Wo haben wir hier mal was gebaut? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Ganz weit weg. Oh Gott, wo ist denn Schlepper? Meine Fresse, die ist ja voll weit hinten.
Ja, ich glaube, das kürzeste ist. Eigentlich könnte. Unsere Zwischenbasis hatten da auch einen Kartenraum, oder? Ja. Also unsere erste Basis, oder? Nein. Ich weiß gar nicht, wo die war. Dann muss ich zur Dschungelbasis. Und gut, dass wir nichts markiert haben. So, ich bin auf jeden Fall fast da, wo das Sternmetall runterkommen soll. Ich gehe mal weiter, ganz todesmutig. Ja. Ach, hier von dem Dungeon sind wir gewesen. Ah, oh, so viele Viecher, so viele Viecher. Ah. Okay, mit dem Hirsch komme ich klar. Oh, da sind ja noch mehr Säbelzahnkatzen. Ah! Ah, Säbelzahnkatze hinter mir! Ah! Wo bist du, Mistvieh? Ich knall dich ab! Ich knall dich ab. Ich bin hier auf meinem Hochstand. Ach, jetzt greifst du den Elch an. Ich glaube, es sieht so aus, als ob hier gleich so ein Stürmchen kommt. Ich find's ein bisschen unfair von Schlepper, dass die da hinten zurückgeblieben ist. Ich hab der blöden Kuh doch gesagt, dass sie mir folgen soll. Meine Sprengpfeile werde ich garantiert nicht für diese doofe Katze opfern. Ich werde mir hier gleich irgendwie vorsichtshalber ein Bett hinbauen. Hätten wir gleich machen sollen. Aber naja. Kannst ja auf jeden Fall schon mal eine Kiste bauen, mein Zeug looten. Weil ich komme bestimmt da erstmal nicht hin. Hab ja keine warmen Klamotten. Ja, eine Kiste ist da nicht das Schlechteste. Warte mal, man kann ja auch so Fellbetten bauen. Faserbettstadt? Vor allem das Fellbett. Anscheinend gibt es das nicht mehr. Das heißt, ich brauche Fasern.
Ah, irgendwie habe ich Schlepper zum Bewegen beordert. Frag mich bitte nicht wie. Oh Gott. Oh, jetzt kam die hier gerade angerannt, ey. Ich krieg hier voll die Panik. Weil die gerade angestürmt kam von hinten, ey. Alter. Passt die mir in den Schock meines Lebens, ey. Dann, was brauche ich denn für so eine kleine Kiste? Aber ich höre Kampfmusik, aber... Ich höre dich nicht. Oh, Entschuldigung. Ich höre hier Kampfmusik und weiß nicht, wo es kommt, aber egal. Na, bestimmt verbuggt. Ah, da brauche ich noch mehr Zwirn. Fuck. Erstmal stelle ich das Bett auf. Ja, solltest du. Ah, nicht genügend Bogenkontakt. In der Mitte. Warte mal. E13 hat einen Obelisk. Es ist noch ein weiter drüben. Nee, das ist mir nicht... Ich hätte gerne das... Na gut. Dann eben da jetzt. So. Dann gucke ich mal, ob ich genügend Zwirn zusammenkriege. Ach, wenn du E gedrückt hältst... Oh, nein. Okay, wir sind ja zu zweit. Schlepper ist ja wieder bei mir. Was ist das hier für ein Ding? Oh nein, da sind noch mehr von denen. Schlepper, wie geht's dir? Nicht so gut. Oh, ich verliere so schon. Da macht er keinen Schaden, das ist das Scheißding. Ah, Schlepper, komm her. Okay. Schlepper ist hier. Meine Sichel nicht dabei habe.
viel brauchte ich nochmal für eine Truhe? Zwölf. Okay, das habe ich ja schon fast. Gott, jetzt habe ich schon Angst vor einem verfickten Hasen. Die sollten nicht so gefährlich sein. Nee. So, wo habe ich jetzt hier meine Bettstatt hingepackt gehabt? Da. Na doch. Baue ich hier auch gleich ein kleines Lagerfeuerchen hin? Scheiße, wo war das jetzt? Schlepper, wo habe ich das hingepackt? Hier war das doch irgendwo, oder? Oh, hier sieht alles gleich aus. Ist das drin? Ah, da ist es. Das sieht nicht richtig aus. Nicht genügend Kontakt mit dem Boden. Na. Da hinten. So, manchmal wünsche ich mir die Fähigkeiten wie bei Assassin's Creed, dass man hier einfach überall rumspringen kann. Gerade im Dschungel sehr praktisch. Oh ja. Oh, wo sind jetzt diese verkackten Sandsteinfundamente? Juhu! So, ich habe fast den Eindruck, dass ich gerade Meteoriten vom Himmel habe fallen hören. Oder es war einfach irgendwas Schweres. So, Lagerfeuer. Ach, das, was ich dachte, was wie was Schweres klingt, das runterfällt, sind einfach nur Mammuts. Überraschung.
Wie war denn das mit diesen NPCs, die mit einem mitgelaufen sind? Also jetzt der kleine Wurm. Wenn ich die nicht mehr bei mir habe, dann kommt der irgendwann nach Hause, oder? Nee, der geht dahin, wo du ihn das letzte Mal abgestellt hast. Aber man kann ja. Auf E, kannst du den irgendwie zum Bewegen. Beordern. Mit E? Mit E. Ach so. Ja, klar, okay. Dann muss ich halt erstmal wieder in dem Gebiet bei dir da sein. Du kannst es auch versuchen, mal so zu machen. Vielleicht geht's ja. Nee, es ist aber eine weite Strecke jetzt. Von dem Eisgebiet bis zu uns runter. Weiß ich nicht. Nee, der kommt dann ganz schnell gespawnt so. Puh, da bin ich. Meinst du? Ja. Schlepper war ja auch sofort bei mir. Auf EM, ne? Nö, geht nicht. Wenn du lange E drückst, dann bewegen. Nein. Okay, dann liegt es vielleicht daran, dass er dir nicht mehr folgt. Schon... Genau, dann habe ich ihn schon verloren. So, ich habe hier eine kleine Mini-Basis aufgestellt. Und ich würde weitergehen. Also soll ich dir entgegenkommen oder weitergehen? Nein, kannst du weitergehen. Okay. Gut, dann nehme ich hier gleich nochmal ein bisschen was zu essen mit. Ich habe hier nämlich so eine kleine Mini-Basis mit einer Bettstatt, einer Fackel, einem Lagerfeuer und einer Kiste hingepackt. Und was zu essen gibt es auch. So. Wo muss ich denn jetzt lang? Da lang. Konnte der Rüstungsmacher nicht mal ein bisschen mehr machen? Ich weiß gerade nicht, was du da alles siehst. Ich sehe so gut wie nichts. Nur zwei, drei Spezialklamotten. Okay. Okay, ah, irgendwas ist hier. Irgendwas Gemeines. Ach so. Hirsch. Lässt du mal Schlepper in Ruhe? Muss ich erst noch erholen. Oh, da ist ein Lager. Ist das ein Riese? Oh, es kann sein, dass das die Eisriesen sind, von denen erzählt wurde. Und die mache ich lieber. Ich muss das irgendwie nochmal freischalten. Oh ja, das sind Eisriesen, glaube ich. Mit denen lege ich mich nicht an, wenn ich alleine bin. Ich glaube, das ist hier der Dungeon, von dem, ich glaube, Ulrich gesprochen hat. Oh, ich hab keinen Bock mit Mammuts zu kämpfen. Gib es Money Mammut. Gibt's auf jeden Fall eine Menge schwarzes Eis. Oh, da ist da so ein Seepferdenkätzchen schon wieder. Und Mammut. Oh, und da ist Lava. Wie komme ich jetzt an euch vorbei? Ich habe keinen Bock auf euch beide. Geronimo! Ah. Das Kätzchen will Stress. Oh, Schlepper! Schlepper, lauf! Schneller!
Okay, jetzt ist nur noch das Sibbelzahnkätzchen über. Lass Schlepper in Ruhe! Die ist nicht so gut! Die stirbt sonst! Schlepper, wie geht's dir? Sehr gut. Ach, wir müssen da lang. Das könnte wieder ein Säbelzahnkätzchen sein. Diego, sei lieb. Brava, Diego. Ah, das ist noch ein Diego. Die eisigen Hänge. Ich glaube, da ist ein Meteorit. Da liegt zumindest irgendwas drunter, das qualmt. Jo. Jetzt muss Mathilde den nur noch aufsprengen. Ich glaube, das hat nicht gereicht. Oder? Die leuchtet aber schön. Ich glaube, da muss erst ein Ölpfeil dran. Oh, praktisch. Der Sprengpfeil hat schon... Oh, das brennt aber schön. Ich habe Feuer gemacht. Ist auf jeden Fall hier irgendwelche neuen Sachen eingeführt. Gehärtetes Leder. Haben die Baupläne irgendwie umgemodelt. Zum Beispiel wieso die Kleidung, die ich hatte, nicht mehr bauen. Kriege ich jetzt gehärtetes Leder? Ach, jetzt ist es offen. Ich wüsste gerne noch, wo hier der Obelisk ist. Ist auf jeden Fall ein schönes Feuerchen. Ich gehe mal näher ran, mir ist kalt. Alter Schwede, für die, also Rüstungen, die ich vorher hatte, sind zum Teil weg. Also die Rüstung, die ich gebaut habe, die jetzt bei meiner Leiche liegt, die kann ich nicht mehr bauen. Und für so eine
Brustpolsterung brauchst du jetzt gehärtetes Leder. Und gehärtetes Leder brauchst du als chemistische Grundsubstanz und Öl. Ja. Das heißt, ich kann nur die normalen Klamotten herstellen. So, ich habe auf jeden Fall. Hab ich auch keinen Bock mehr. Ich habe auf jeden Fall schon mal etwas Sternmetall. Ja. Der kann ja auch nur epische Sachen machen. Sind Eisriesen. Die traue ich mich alleine irgendwie nicht ran. Halt dich fest! Oh. Mädel! So, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen gecheatet und so ein bisschen gecheckt, wo eventuell der Obelisk ist. Ich hoffe, ich konnte das richtig lesen. Ich gehe halbwegs richtig. Ja! Gott sei Dank, da ist er. Immerhin etwas. Und dann kommt schon wieder ein Money. Schlepper, komm mal her hier, da ist die Verderbnis. Das Schlepper nicht!
Gut, dir geht's doch gut, Schlepper. Oh, da ist ein Dungeon. So, ich brauche mal ein bisschen Eis, weil... so ein bisschen Wasser. Okay, also so wirklich kühl... also... es kühlt eher. Ich will hier nur mal hier markieren. Ich bin angehäutert. Ach, du kommst jetzt mit Hottehü? Ja. So, der Tempel des Frosts, da gehe ich jetzt erstmal noch nicht rein. Ich weiß bloß nicht, wie ich da hinkomme mit dem Pferdchen. Wird sich schon zeigen. Es wird ein langer Weg. Ich würde fast sagen, dass wir das eher in der nächsten Folge zeigen. Ja, das glaube ich auch. Ja, dann. Also, ihr Lieben. Zumindest Mathilda hat den Obelisken gefunden. Immerhin etwas. Ja, ist so schön. ein bisschen Sternmetall hat sie auch schon gekriegt. Na, ist das super. Ja, ich bräuchte aber langsam was zu trinken. Mal gucken, vielleicht kann man ja das schmelzen oder so, das Eis, keine Ahnung. Mal gucken, vielleicht finde ich noch ein bisschen Sternmetall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich dann auch ein bisschen pünktlicher. Scheiße, hier geht's nicht weiter. Scheißpferd. Ja, haut rein. Ciao. Tschüss. Ach ja, liken, kommentieren etc. nicht vergessen. Bis dann. Tschüssi.